abzuwunden aus diesem Verhalten. Ich habe das Spiel gesehen, habe das Pokalspiel gesehen, weil ich Chemie Leipzig in Südbrandenburg gesehen hatte, in der Vorbereitung auf unser Pokalspiel. Mhm. Und hat mich das einfach mal interessiert, wie die sich dann gegen einen besseren Gegner erschlagen, weil es ja auch live kam. Mit großen Sicherheitsvorkehrungen, Gott sei Dank, zumindest habe ich nie was mitbekommen, dass da was passiert ist. Ja, ist so, dass sie gerade an solchen Mannschaften wachsen, aber wir auch, weil es dann ein Stück organisierter zugeht, die Aufgaben besser zu verteilen sind, dass die aber dann am Sonntag hier nochmal natürlich alles rauspusten, was sie drin haben und einen schönen Abschluss haben wollen und uns ärgern wollen, gut, das ist auch nachvollziehbar. Wichtig ist, dass wir auch in dem Spiel das machen, was für uns wichtig ist. A, Fußball spielen, B, schnelles Gegenpressing, keine Konter zulassen. Sie haben extrem für Regionalliga-Verhältnisse auf den Außenbahnen unfassbar schnelle Spieler. Sowieso im Gegenangriff, aus der Defensive in die Offensive. Und das muss es halt verhindert werden. Deswegen müssen wir auch versuchen, in die Tiefe zu kommen, nicht quer. Und das finde ich, kann man ja dann auch feststellen, immer dann, wenn wir das machen, nicht zu viel quer, sondern einen Tiefengang bekommen, dann sind wir richtig gut und dann kriegen wir Torschancen. Und wenn man mehrere Torschancen hat, ist die Chance groß, dass man die einen oder anderen Laufbahn verwerten kann. Also das Ziel ist ganz klar, Gegner unter Druck setzen, wenn möglich keine Konter zulassen, aber wenn die Konter so zu verhindern, dass es sofort möglich ist, ansonsten in einer schnellen, guten Organisation, wenn möglich in Überzahl, gerade auf der ballnahen Seite zu schaffen. Deswegen sind wir auch froh, da gebe ich ehrlich zu, dass Baude wieder mitspielt, weil er in einer fantastischen Verfassung ist. Gerade in so einem Spiel, weil er auch Gegnerdruck macht und vor allem Gegner jetzt aufgrund seines Laufverhaltens immer vor Problemen stellt. Er hat schon 2 Tore erzielt, er hängt in vielen Torvorbereitungen mit. Nicht das, der letzte Pass, aber der Vorpass zu dem Tor ist aber sehr, sehr gut in der Entwicklung. Und, ja, und dann einfach wirklich das Publikum mitnehmen und das Publikum uns auch mitnehmen. Also gegenseitig jetzt nicht mehr irgendwelche abtasten, sondern alles raushauen, sowohl auf den Rhein als auch auf dem Platz. Am Ende zählen 3 Punkte, egal was dann morgen, wenn jener dabei rauskommt. Das würde uns, wenn diese Punktzahl so bleibt, würde uns alle Optionen geben, weil wir glauben, dass das, was sie geleistet haben, 42 Punkte nochmal, Chapeau à la Bonheur, völlig zu Recht. Wir haben aber nicht weniger schlecht gearbeitet. Es lag einfach daran, dass wir in den ersten Wochen nicht wussten, genau wie wir das System, wie geht man mit den ein oder anderen Spielern Umgang, wie spricht man den an, wie begleitet man ihn, ein bisschen kritisch, weniger kritisch, ein bisschen lange Leine, kurze Leine, das muss man ja auch alles feststellen. Und da waren die 5 Wochen Vorbereitung einfach dann im Nachklang nicht ausreichend. Aber ab dem 6. Spieltag sind wir, ich sag nochmal, sogar ein bisschen mehr als auf Augenhöhe. Nicht in jedem Spiel, aber wenn man die ganzen Spiele sieht, doch. Und jetzt gilt es, dass das einfach konstant, stabil und unausweichlich Druck auszuüben. Sage aber trotzdem, ich wäre lieber der Gejagte als der Jäger, weil das ja auch eine 7 Punkte schon ein Brett ist, aber machbar ist und das muss das Ziel sein. Aber wenn es am Ende nicht funktioniert, dann sollen sie mich als Feindbild nehmen, aber nicht die Mannschaft. Weil was die Mannschaft hier als Mannschaft leistet, sage ich nochmal, ziehe ich alle Hüte vor, habe ich den größten Respekt und die größte Anerkennung.